Ja, hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, der Waverholt, und ja, erstmal bin ich zurück. Gute Nachricht, und es fängt ganz grandios an. Ich hatte mich aufgerafft, Spore endlich zu beenden, habe eine Stunde circa aufgenommen und alles perfekt, nichts irgendwie Schlimmes passiert, und dann auf einmal hatte ich nur noch Ton und ich habe kein Bild mehr. Keine Ahnung warum. Ich habe es jetzt ein paar Mal versucht, den Computer 10 Mal hoch und runter gefahren, ob es daran liegt, habe mir neue Codecs installiert und alles. Ich habe es mit 10 verschiedenen Programmen versucht, mit der FX-Player, mit dem VLC Media Player, mit dem sonst was. Ich habe gegoogelt danach und nichts gefunden und musste deswegen auch die Dateien einfach löschen, weil auch kein der Verarbeitungsprogramme damit klarkam. Und ja, schade drum. Ich reiße das jetzt einfach nochmal kurz ab für die das dann leider jetzt nicht mehr mitbekommen. Also wir haben noch viel erreicht. Ich hatte mich dann, ich glaube, innerhalb von 2 Parts dann Richtung Systemkern durchgeschlagen, und im Systemkern erhielten wir dann von einem mystischen Wesen den Stab des Lebens, mit dem wir Planeten innerhalb von kürzester Zeit mit einem Klick, haben wir die absolute Macht, Planeten komplett zu terraformen. Nicht nur das Terraforming-Level, sondern auch Pflanzen und Tiere automatisch dazu geliefert. Nur die Kolonien, die mussten wir selber bauen. Dann hatte ich noch einige Kolonien gemacht. Diese Animation habe ich gezeigt. Und wir hatten noch ein paar neue Verbündete. Wir hatten leider auch einen Trauerfall zu beklagen, weil ein anderes kleines Reich kaputt gemacht wurde, weil ich gerade was anderes zu tun hatte. Und ich hatte eine Meldung von denen und naja, dann waren sie plötzlich kaputt. Fand ich jetzt auch nicht so schön. Ja. Wir hatten noch eine Meisterplakette zum ultimativen Wesen oder so ähnlich bekommen. Das war dann die vorletzte, und dann hatte ich gesagt, es reicht, ich brauche ja keinen 100% dran machen, ich habe alles gesehen und gehört. Ja, es tut mir jetzt wirklich leid, dass es auf diese Art und Weise enden muss, meine Freunde, weil es tut mir doch schon im Herzen weh, weil ich so oft weil sage. Und außerdem hatte ich mir geschworen, jedes Let's Play auch wirklich zumindest richtig gut zu beenden. Und das ist halt jetzt. Ich würde es jetzt einfach neu aufnehmen, damit hätte ich kein Problem. Das Problem bei Spore ist, man hat nur einen Speicherstand. Das heißt, den einen Fortschritt, den man einmal gemacht hat, den hat man dann halt. Ja? Bedeutet, einmal Fortschritt bis dorthin, ja, schon Planetenkern besucht und alles weitere gemacht. Das heißt, ich könnte jetzt zwar nochmal aufnehmen, wie es jetzt aussieht, aber das bringt's auch nicht, weil die tollen Filme seht ihr dann im Endeffekt auch nicht. Jo. Ich wünsche euch trotzdem, also ich wünsche trotzdem, dass ihr nicht zu sehr enttäuscht seid von mir deswegen und dass es auf diese Art und Weise enden muss. Aber ja, ich bin auch etwas geknickt darüber. Kann man nichts machen. Auf jeden Fall kann man nichts machen. Ist halt dann so. Schade drum. So, des Weiteren. Ja. Episches Ending. Ich war dann auf unserem Planeten, wo wir angefangen haben, wo wir damals als Zelle begonnen haben. Uns groß gefressen haben, an Land gekrochen sind. Dort mit unserer Art, anderer Arten zu Freunden oder auch zu Feinden bzw. bis zur Ausrottung getrieben haben oder gemacht haben. Dann haben wir Stämme gegründet, haben ganze Städte und Gemeinden erschlossen, haben den ganzen Planeten friedlich oder auch kriegerisch oder religiös erobert, und am Ende dann die Weiten des Weltalls zu entsteigen, haben dort Kolonien gegründet, Völker mit Frieden und Wohlstand besegnet, manche Völker aber auch mit Tod und Vernichtung. Die beiden Seiten Schatten des Lebens, Wiederbelebung, Geburt und Tod. Wir mussten durch die Todeszone des gesamten Universums, durch die Gronks, um am innersten Punkt zum höchsten Wesen des Universums wahrscheinlich zu kommen, was im Endeffekt aussah wie eine kleine UFO-Untertasse. Und am Ende dann eine Macht erhielten, quasi zuerst durch die
Hölle zu gehen, um dann das Paradies zu sehen. Es war extrem episch. Man hat extrem viel Abwechslung. Das gesamte Let's Play hat mir extrem viel Spaß gemacht, bis halt dann aufs Ende, weil es dann halt recht monoton wird. Weil die ganze krasse, geile Abwechslung am Anfang, die dann auch recht schnell vonstatten geht, ja, die, desto länger das Spiel geht, desto länger dauert der Phasenübergang zum nächsten. Und gerade in der Weltraumphase ist es dann halt extrem langwierig. Und man hat nicht so wirklich ein direktes Ziel. Ja. Man weiß ja dann irgendwann, dass man ins Zentrum der Galaxie vorstoßen könnte, aber man wirklich gesagt bekommt man das nicht. Ich habe das von Freunden erfahren. Ja. Und also auf jeden Fall, das Let's Play hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, also ich habe es extra aufgenommen, das Let's Play noch eine Stunde, um es auch grandios eigentlich abzuschließen. Und dass das jetzt auf die Art und Weise endet, gefällt mir ganz und gar nicht. Aber so ist es nun jetzt mal und keine Ahnung, was das ist. Ich werde mal meinen Computer ein paar Mal treten und hoffen, dass das in der Art und Weise nicht noch einmal vorkommt. Weil, einfach scheiße. Ja? Und jetzt noch extra nur durchspielen, um das euch zu zeigen, dafür habe ich keinen Nerv. Bei aller Liebe, die ich zu euch habe, zu meinen Abonnenten, zu allen gerade, die jetzt neu dazugekommen sind, wir erreichen bestimmt noch demnächst dann oder in Bälde bestimmt auch die 50, wenn ihr so weitermacht und so krank seid. Ja, wie schon im Bulletin erwähnt, werde ich jetzt nun jetzt doch nicht Spore hochladen. Es ist aber fertig aufgenommen gewesen, aber nun gelöscht. Ja, ich hätte euch ja die Audiokommentare nur noch hochladen können. Haha, nee, nicht wirklich. Ja, schade drum. Und ich hoffe trotzdem, es hat euch Spaß gemacht. Und ich sage dann einfach mal, ich bin der Wayvote, ich bin raus. Viel Spaß bei meinen anderen Projekten, sowohl StarCrafts Casts, als auch den anderen Let's Plays oder die verrückten Dinge, wenn ich einfach mit anderen Leuten einfach irgendeine Sache daddel. Sei es mit Hugo, sei es mit Seth. Es geht jetzt also weiter mit Commandos 2. Und Magicka ist schon angespielt wurden. Wann es beendet wird und wann es hochgeladen wird, weiß ich noch nicht. Tour 2 wird auf jeden Fall nebenbei weiterlaufen und natürlich die StarCraft 2 Cars, die werde ich so schnell nicht abstellen. FreeSpace ist auch schon installiert. Mal gucken, ob ich das dann irgendwann mal anspiele und nebenbei so zum Zocken nehme oder ob ich es dann als später Let's Player. Wir werden das alles sehen. Die Zukunft wird es beschreiben, aber an alle, die auf Commandos 2 gewartet haben, weiß er doch schon ein Recht. Ja, es ist ein Let's Play mit 5 Videos. Und dann habe ich es ausgesetzt, weil ich dachte, irgendwie ist das nicht so toll und es gibt Spiele. Und im Endeffekt ist es zurzeit das beliebteste, was auf meinem Kanal existiert. Es wird sogar nachgefragt. Ja. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall, dass ich dann euch Commandos 2 bieten kann. Ich bin Wellboot. Ich bin raus.